20:15 pro 7, der rote Kakadu. Ein Liebesdrama und lang ignoriertes Stück deutscher Geschichte. Die real existierende Jugendbewegung in der DDR. Frühling 1961, die Mauer, die Deutschland teilen wird, ist noch nicht gebaut. Doch sie existiert schon längst in den Köpfen der Menschen. Während die von den Westalliierten aufgepäppelten Regionen das Wirtschaftswunder anpeilen und sich in Demokratie üben, regiert in der Ostzone der Sowjetmief. Der 20-jährige Sigi mogelt sich durch. Bloß nicht auffallen. Doch dann lernt er Luise kennen. Ich bin eine heimliche Poetin und probe mit meinem Mann und Gleichgesinnten in der Tanzbar Roter Kakadu den Aufstand. Aber warum hauen sie nicht ab? Die Mauer ist doch noch gar nicht da. Ich will doch nicht rüber machen, sondern für eine bessere DDR kämpfen. Ich bleibe, weil sie den Sozialismus lieben. Nein, ich liebe Luise. In den 30er Jahren feierten Stars wie Heinz Rühmann und Zara Leander rauschende Feste im roten Kakadu. In den 70er Jahren erlangte die Bar einen legendären Ruf für ihre DDR-typische Unterhaltungsmusik, die aber auch Jazz, Blues und Rock'n'Roll beinhaltete und deren 230 Kellerräume immer überfüllt waren. Oh, ich will auch eine Kuba-Zigarre. Die weiteren Tagestipps. Uhr, Sat.1, Fußball-Freundschaftsspiel, 1. FC Köln gegen FC Bayern München. Köln träumte im Juni vom Projekt Polly, der Rückholaktion von Lukas Podolski vom FCB. Jetzt ist er da, wird aber nach dem Spiel wieder nach München zurückkehren. Bayerns Neutrainer Jürgen Klinsmann, der Podolski schon in der Nationalmannschaft förderte, will den Stürmer nicht weglassen. 20.15 Uhr, RTL 2, Sleeper Cell. FBI-Agent Al-Sayed infiltriert eine Terrorzelle. Ungewöhnlich für eine US-Produktion? Nicht nur der Bösewicht ist hier ein Muslim, sondern auch der Held. Die kommenden 6 Folgen laufen immer mittwochs im Doppelpack. 22.25 Uhr, Vox, Focus TV Spezial. Zu groß, zu klein, zu dick, vom Leben in extremen Maßen. Für Rolf wird der Urlaub auf Mallorca zur Reise ins Land der Zwerge. Ob Hotelbett oder Mietwagen, alles ist zu klein für den 2,22 Meter Mann. Im Alltag lang machen müssen sich hingegen Christiane und Jürgen. Mit 1,30 Meter bzw. 1,55 Meter eher kurz geraten. Auch das Schicksal des wohl dicksten Mannes der Welt ist Thema in Focus TV Spezial. 22.45 Uhr, Arte. Das Paleo Festival 2008. Vom 22. bis zum 27. Juli findet im schweizerischen Nyon das Paleo Festival mit bekannten Künstlern und Newcomern wie Ben Harper, Massive Attack, Mika, The Hives und Justice statt. Vor über 30 Jahren gegründet, zieht die Open-Air-Veranstaltung jährlich rund 225.000 Besucher an. Arte zeigt die Höhepunkte der bisherigen Tage und Star-Interviews. Dazu gibt es Live-Übertragungen der heutigen Konzerte, unter anderem mit Vanessa Paradis. 22.20 Uhr RTL. Im Moskau der Gegenwart kämpfen Vertreter des Lichts und der Dunkelheit um die Vorherrschaft. In grauer Vorzeit schlossen die Kräfte des Lichts und der Dunkelheit nach einer verheerenden Schlacht einen Nicht-Angriffspakt. Zur Bewahrung des Friedens setzen beide Seiten Kontrollinstanzen ein. Und so kommt es, dass in Moskau der Gegenwart von Normalsterblichen unbemerkt Hexen, Formwandler und Seher sich gegenseitig in Schach halten, bis Anton, der abgewrackte Wächter der Nacht, bei einem Einsatz einen Vampir tötet. Und das Gleichgewicht damit ins Wanken bringt. Oh. 99% der Kritiker haben Wächter der Nacht gehasst, weil sie diesen Film einfach nicht einordnen konnten. Aber der Regisseur sagte dazu: Für mich ist es ein Arthouse-Film im Gewand der Popkultur. Genau. Tschüss, bis morgen.
Und jetzt die gesamten TV-Tipps im Überblick.